Morgen. Ich versuche jetzt jeden Morgen vor der Arbeit ein Video zu drehen. Also nicht wundern, wenn ich müde aussehe. Ne? Schönen Tag euch allen. Nach dem unerwarteten Tod seines Vaters trauert der 13-jährige Adam Reed noch immer. Ein Jahr ist seitdem vergangen. Als er eines Nachts in der Garage einen verwundeten Piloten findet, entpuppt sich der mysteriöse Mann als die ältere Version seiner selbst. Er ist aus einer Zukunft zu ihm gekommen, in der Zeitreisen noch in den Kinderschuhen steckt. Das ist der Plot von The Adam Project. The Adam Project, neuer Netflix-Film mit Ryan Reynolds unter anderem. Neben Reynolds spielen mit Zoe Saldana, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Catherine Keane und ein Newcomer, der seine Arbeit hier echt gut macht, Walker Scobell heißt der junge Mann. Im Prinzip haben wir hier einen Film, in dem Deadpool mit Gamora zusammen ist und Hulk mit Elektra. Schöne Kombination auf jeden Fall. Regisseur ist Sean Levy. Oder Levy? Eins von beiden auf jeden Fall. Der hat in der Vergangenheit rausgebracht die Filmereihe Nachts im Museum. Teil 1 bis 3 hat er inszeniert. Darüber hinaus noch die Komödie Praktikum, die ich, naja, ging so fand. Ja. Und ein Film, den ich super finde, und zwar mit Hugh Jackman. Real Steel. Darüber hinaus hat Sean Levy schon mal mit Ryan Reynolds gearbeitet in dem Film Free Guy. Und es gibt ganz frisch eine neue News. Sean Levy, der mit Ryan Reynolds schon in Free Guy gearbeitet hat und hier in The Adam Project, wird wohl auch Deadpool 3 inszenieren mit Ryan Reynolds. Film ist ab 12, passt. Meiner Meinung nach ist das ein Film für die ganze Familie. Ab 12. Ja, also das haut schon hin. 11 und 10, ja, ist jetzt kein Vorschlag von mir, dass 11- und 10-Jährige den Film auch sehen können. Ich denke einfach gerade nur laut. Yeah. Positives. Ich sag von vornherein, der Film macht echt Spaß. Ich fand den echt mega unterhaltsam, überraschend unterhaltsam. Da wir alle wissen, dass Netflix bei den Eigenproduktionen Filme, nicht Serien, Serien sind die gut, Filme, bisher eher so Durchschnittskost überwiegend rausgebracht haben. Einzelne Perlen gibt es, ja, aber das sind meiner Meinung nach eher so, das ist so die Ausnahme der Regel. Red Notice zum Beispiel fand ich ein leicht überdurchschnittlicher Film, mehr aber auch nicht, obwohl man so viel Geld da reingesteckt hat. Da spielt Reynolds auch mit. Das Gute hier in The Adam Project, der drosselt seinen Scheiß so ein bisschen. Ich mag Reynolds, aber in Red Notice zum Beispiel war mein Hauptproblem, dass der alle 5 Sekunden einen Witz bringen musste. Ja? Und davon waren mehr als die Hälfte nicht lustig. Würde ich jetzt mal meinen. Ja? Über Humor lässt sich ja streiten. Hier in The Adam Project drosselt der seinen Scheiß mal ein bisschen nach unten. Ja? Hier weiß er, wann er mal die Klappe aufreißen soll und wann nicht. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja? Ein Reynolds, der nicht alle 5 Sekunden einen scheiß Spruch bringt. Deadpool ist eine Ausnahme. Deadpool darf das. Was auch geil ist, wenn mal Action stattfindet, ja? Und die Action ist echt geil inszeniert, überwiegend. Die fand ich echt gut inszeniert. Vor allem mit seinem Star Wars Laserschwert. Das fand ich geil. Das fand ich echt geil. So ein erwachsener Mann, der sich seinen Kindheitstraum erfüllt, indem er so ein Star Wars Laserschwert baut oder erfindet. Geil, ja? Und die Musik, wenn Action stattfindet, ist auch geil. Das ist spaßige Musik, die wir alle kennen, irgendwie aus der Vergangenheit oder irgendwo anders mal gehört haben, ja? Bekannte Songs, die wirklich Stimmung macht. Und hier kommt jetzt meine größte Überraschung. Hier gibt es ein paar bewegende Momente. Ja? Vater-Sohn-Beziehung, Mutter-Sohn-Beziehung, Vater-Mutter-Beziehung, ist irgendwie alles dabei. Und das haben die tatsächlich ganz gut gespielt. Sehr überraschend, diese bewegenden Momente zwischendurch. Diese familiären bewegenden Momente. Habe ich nicht mit gerechnet. Und der Humor. Und das beziehe ich dann wieder auf meinen Punkt, dass Reynolds zwischendurch mal die Fresse hält. Der Humor hier ist gut. Pointiert, einen Witz an der richtigen Stelle bringt. Das kriegt der Film überwiegend hin. Nicht immer, aber überwiegend. Und das hat mir auch gut gefallen. Dann natürlich ist natürlich auch sehr, sehr interessant, wie der ältere Adam
mit dem jüngeren Adam redet. Ich glaube, mein jüngeres Ich würde mir auch ständig auf den Sack gehen. Ja, also so im Nachhinein, so 20 Jahre später oder 30, würde ich mein 12-jähriges Ich, würde ich zum Kotzen finden. Und hier ist das auch zwischendurch mal. Nicht durchgehend natürlich, die verstehen sich ja. Also wenn ich mich nicht selbst verstehe, wäre dann die Chemie zwischen den beiden. Und dieser Walker Scobell, dieser junge Nachwuchsschauspieler, der macht seine Sache ganz gut. Der Kleinere ist natürlich enttäuscht vom Größeren in manchen Punkten, was aus ihm geworden ist. In manchen Punkten ist er total happy. Wenn ihr den Film mit irgendeinem vergleichen müsstet, dann müsste es irgendwie so ein Abenteuerfilm aus den 80ern sein. Ja? E.T. der Außerirdische, nur ohne süßen Außerirdischen. Ja? Zurück in die Zukunft. Der passt, glaube ich, am besten als Vergleich. Das hat mir jemand in einer Facebook-Gruppe, in der ich bin, gesagt. Und der Vergleich ist tatsächlich sehr viel besser. Ja? Zurück in die Zukunft. Hier gibt es auch keine Multiversen oder sowas. Das ist eine geradlinige Zeitachse. Ja? Das heißt, man reist in die Vergangenheit, kann was ändern und beeinflusst so dadurch die Zukunft. Das ist es hier. Also Terminator oder Zurück in die Zukunft. Diese Zeitreiseregeln gelten auch hier. CGI hat mich nicht durchgehend überzeugt. Manchmal sah es echt geil aus und manchmal sah es leicht unter Durchschnitt aus. Vor allem. Und in den ersten Sekunden dachte ich, oh, das sieht aber cool aus. Aber dann, je länger der Film lief, sah das gar nicht mehr so toll aus. Das CGI-Gesicht der jüngeren Catherine Keener. Da haben wir ein krasses, geiles Beispiel in der letzten Zeit gesehen. Und zwar in Boba Fett, in der Serie Boba Fett auf Disney Plus. Luke Skywalker, Verjüngungstechnik. Das sah geil aus. Zoe Saldana und Catherine Keener. Die beiden haben spielen sehr, sehr wichtige Figuren in dieser Geschichte, kommen aber zu kurz, meiner Meinung nach. Der Film macht Spaß. Das will ich euch wirklich hier verdeutlichen. Ja, also es ist ein Film, den kann man sich Samstag, Sonntagabend angucken mit der Familie und ihr werdet alle bestimmt Spaß haben, wenn ihr das Genre mögt. Ja, was mir hier aber fehlt, ist ein bisschen Innovation. Alles, was ihr hier in dem Film seht, habt ihr schon irgendwo anders mal gesehen. Aber nicht unbedingt besser, weil dieser Film ist wirklich relativ gut. Der macht wirklich Spaß. Ja, aber innovativ ist was anderes. Ich hätte mir da vom Regisseur irgendwie gewünscht, dass er da mal ein paar Szenen reingeklatscht hätte, die wir so irgendwie noch nicht gesehen haben. Ja, irgendwas Neues eben, Innovatives. Das fehlt mir ja leider ein bisschen in dem Film. Was mir auch nicht gefallen hat, den Punkt habe ich noch. Ryan Reynolds redet davon, dass die Zukunft, aus der er kommt, schlimmer ist als in Terminator, die Zukunft. Ja? Also er sagt Terminator, die Zukunft in Terminator ist wie ein guter Tag aus seiner Zukunft. Das hätte man beweisen müssen, meiner Meinung nach. Wenigstens so in ein paar Rückblenden. Ja, ich erwarte nicht, dass man jetzt seine ganze Lebensgeschichte in der Zukunft erzählt, sein Erwachsenenalter, sondern ein paar Rückblenden. Ich würde gerne sehen, wie diese Zukunft aussieht. Aus all diesen Gründen bekommt die Adam Project von mir eine 2-. So ihr Lieben, The Adam Project hat von mir eine 2- bekommen. Eine 2 würde ich auch noch durchgehen lassen. Aber wenn Netflix jetzt sich auf diesen Zug aufspringt, ja, auf diesen Spaßzug, wie sie es hier in Adam Project gemacht haben, und hier vielleicht noch ein bisschen Innovation reinbringen, dann könnte die Filmproduktionszukunft von Netflix wieder besser aussehen. Das war's von mir, ihr Lieben. Viel Spaß mit dem Film, wenn ihr euch den anschaut. Wenn nicht, viel Spaß beim anderen Film, würde ich sagen, oder einer anderen Serie. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald, ihr Lieben.